Vor circa 16 Monaten habe ich diesen Kanal gestartet. Ich habe Bäume entastet, habe mir einen Schmelzofen gebaut und mir damit eine kupferne Steinschleuder gegossen. Dann folgte mein Armbrustprojekt, das mega cool funktionierte. Ich habe euch meine Trockenzelle vorgestellt. Erstaunlich, wie viele Leute sich dafür interessieren. Aber auch kleinere Projekte, wie das Abtragen einer Birke mit Steigeisen, habe ich euch gezeigt. Weiter ging's mit meiner Kugelmühle und dem Termit aus Rostprojekt, das ich heute wieder aufgreifen werde. Auch habe ich in einem Video den Unterschied zwischen Wasserstoff und Knallgas gezeigt. Weiter ging's dann mit meinem selbstgeschmiedeten Messer und der Messerhülle. Das Messer hat bis heute schon sehr gute Dienste geleistet. Zur Abwechslung zeigte ich euch die Herstellung von Birkenteer und schweißte mir ein kleines elektrisches Bike. Ich habe mich in einen alten Bergstollen gewagt und aus dem Gestein eine Art Thermit hergestellt. Auch mit der Herstellung von Natrium mittels Schmelzflusselektrolyse habe ich mich beschäftigt. Dann kam das Video über mein Bootsprojekt, das bei euch sehr gut ankam. Mein Lieblingsvideo war bisher definitiv meine Präzisionsschleuder. Seither habe ich noch gedrechselt und kiloweise Aluminium geschmolzen. Ihr seht, die Abwechslung ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich bin mit meinen Ideen noch lange nicht am Ende. Die Videos kommen zwar eher selten, aber hoffentlich doch regelmäßig genug. Ihr schafft es immer wieder, mich zu motivieren, mich hinzusetzen und meine Projekte zu schneiden. Ein riesiges Danke für eure Unterstützung, all die Kommentare, Abos und Nachrichten. Dafür und auch für kleinere Updates bin ich jetzt übrigens auch auf Instagram. Dort verrate ich auch hin und wieder etwas über zukünftige Projekte. Und jetzt hätte ich mal gesagt, starten wir direkt in das neue Thermitprojekt. Neben dem umständlichen Bau der großen Mühle, die immer wieder versagte, war auch das Beschaffen des Eisenoxids äußerst schwierig und langwierig. Den Rost hatte ich gänzlich nur von alten Schrottteilen, die ich bei Grabarbeiten gefunden hatte, beziehungsweise die bei uns einfach im Wald herumlagen. Die Alufolie habe ich diesmal nicht geglüht, da sie erstens an Reduktionskraft verliert und zum anderen war es bei dieser Menge einfach nicht möglich. Zum Zerkleinern verwendete ich diesmal einen Aktenvernichter. Zuerst habe ich nur die Folie mit Stahlkugeln auf Etappen klein gemahlen. Das benötigte pro Ladung nur ca. 12 Stunden Mahlzeit. Dann gab ich den Rost hinzu, der auch wie ein Schleifmittel auf die Aluflocken wirkte. Das dauerte wesentlich länger, zeitlich habe ich das Ganze echt unterschätzt. Wenn man das Thermit glatt streichen kann, ist es bereits ein sehr gutes Zeichen.
Ich möchte ja auch versuchen, mit dem Thermit etwas zu gießen. Deswegen habe ich mir mein neues Logo spiegelverkehrt gedruckt, kleine Wachsblöcke gegossen und das Logo dort hineingeschnitzt. So möchte ich mir Gussformen herstellen, um danach mit dem Thermit ein Brandeisen zu gießen. Für die Gussform habe ich Ton verwendet, den ich im Backrohr getrocknet und in der Glut gebrannt habe. Ich hatte schlussendlich zwei Sorten Thermit, ein eher grobes und ein etwas feineres. Das feinere verwendete ich quasi als Anzünder für das grobe. Mit dem Schmelztiegel gieße ich nachher das Eisen in die Formen. Als Flussmittel habe ich auch Borax und Perborat ausprobiert. Leider war mein Rost sehr unrein und es waren noch eine Menge an Eisenstücke, die sich nicht zerkleinern ließen, übrig. Deswegen stimmt auch mein Mischungsverhältnis des Thermits nicht so ganz. Ich verwendete zuerst nur Borax als Flussmittel und eine Wunderkerze als Anzünder. Wer schon mal richtiges Thermit gesehen hat, der weiß, dass es normalerweise extrem schnell in wenigen Sekunden verbrennt. Meines brannte teilweise über mehrere Minuten lang, was das Metallgießen eigentlich begünstigen sollte. Hier seht ihr jetzt meinen ersten Gussversuch. Beim zweiten und dritten Mal habe ich den Tiegel abgedeckt, wodurch ich mehr Eisen gewonnen habe. Hier habe ich jetzt auch noch etwas Perborat als Flussmittel hinzugefügt. Außerdem ersetzt es die Oxidationskraft des fehlenden Eisenoxid aus meinem Mischungsverhältnis, zumindest teilweise, weshalb die Reaktion hier etwas heftiger ist. Zum Abschluss habe ich dann noch eine große Ladung innerhalb zweier Blumentöpfe vorbereitet. Den Boden habe ich mit Alufolie abgedichtet, dadurch tropft später das Eisen in meine Gussform. Sofort nach dem Entzünden hört ihr das Knacken des Blumentopfes. Nach fast 2 Minuten Brandzeit tropfte dann auch das Eisen hindurch. Der Topf veränderte seine Glühfarbe über mehrere Minuten kaum und ich habe ihn dann in Wasser geschmissen. Dort brodelte es auch noch eine gefühlte Ewigkeit. So sah übrigens der Ütungsstein der Abdeckung danach aus. Auch der Blumentopf wölbte sich und zeigte interessante Rissmuster. Leider war bei den Gussversuchen extrem viel Schlacke dabei,
die sich im Topf oben sammelte und die ich bei dem Schmelztiegeln daher zuerst ausgoss. Der große Guss war jedoch hauptsächlich Eisen, ist aber auch nicht wirklich gelungen. Das selbstgemachte Thermit eignet sich deswegen relativ schlecht, um etwas zu gießen, und ich werde mir meine Brandeisen in einem der nächsten Videos wahrscheinlich aus Kupfer gießen. Ihr könnt mir aber trotzdem gerne Verbesserungsvorschläge liefern. Einen bezüglich Flussmittel habe ich ja schon bekommen und ich werde schauen, vielleicht lässt sich da ja was umsetzen. Wenn ihr noch mehr über Thermit erfahren wollt, verlinke ich euch mein altes Video. Dort bin ich auch auf die chemische Reaktion eingegangen. Mein jetziges Thermit ist von der Qualität um einiges schlechter als mein damaliges. Das lag wahrscheinlich wirklich daran, dass ich damals die Alufolie mit dem Brenner behandelt hatte und sich das ausgeglichen hat mit der schlechten Qualität des Rostes. Auf jeden Fall ließ sich das jetzige Thermit sehr schwer entzünden und teilweise habe ich auch mehrere Versuche mit den Wunderkerzen gebraucht. Nochmal danke für euren Support und damit bis zum nächsten Mal.